immer. Dieser Umgang mit der Sprache, ja. Ja, wobei, ich muss fast sagen, das, was ich noch toller finde bei der bayerischen Sprache, ist dieser Sprachminimalismus. Dass ich oft im Bayerischen mit einem Satz alles sagen kann. Dass ich wirklich mit einem Satz alles sagen kann und muss nichts mehr erklären, nichts mehr hinzufügen, weil mit diesem einen Satz alles gesagt ist. Das finde ich das Allertollste. Wie du zum Beispiel jetzt dir anschaust, Beispiel aus meiner näheren Umgebung. Eine Bekannte von meiner Mama, die hat sich jetzt wieder frisch verliebt. Gell, da muss ich dazu sagen, die ist ja weit über 70. Gell, also die hat sich frisch verliebt mit allem drum und dran. Mit so Gedichterl schreiben und Fleurerblumensträuße schicken und so Handtal halten und so richtig, richtig lieb. Aber ich habe es mir halt irgendwie nicht so vorstellen können. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, das ist ja gar nicht, also das kann ich mir jetzt überhaupt nicht so vorstellen. Da hat meine Mama gesagt, mei, wenn da die Hütten brennt, brennt's gescheit. Hast du nichts mehr gelernt? Ja, gut, du hast alles gesagt. Gut, ich hab zu meinem Vater natürlich schon gesagt, sag ich, ich komme jetzt, weil der Lebensgefährte von ihr ist ja fast an die 80. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei noch. Also, dass die noch. Deren. Und dann hat mein Vater gesagt, mei, wenn das Wasser kocht, kein Gnädel eingelegt.